Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 14. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir spielen heute gegen den HSV. Es ist die Zeit der Nordderbys im Moment. Erst Bremen, dann das unglückliche Spiel gegen Braunschweig, das da die totale Kehrseite war. Und jetzt spielen wir also gegen den HSV. Heiner Schnidi ist der Schiedsrichter. Und wir spielen in der Imtech Arena in Hamburg. Das wird natürlich ein interessantes Spiel. Also hoffe ich mal. Oh, Silber-Dribbling-Level. Bei Silber muss sich seitlich bewegten Spieler umdribbeln, ohne sie zu berühren. Dabei steuerst du den Spieler mit RS. Wenn du den letzten Spieler umdribbelt hast, taucht der Torwart auf. Schieße dann mit B aufs Tor. Ich habe 3 Sekunden Zeit. Okay. Okay, das ist schon mal eine sehr... wie soll ich da rumkommen? Ich weiß es nicht. Ich laufe einfach in der Mitte durch. Oh, verdammt. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Ich habe einen Spieler umgerannt. Ach komm, das machen wir nochmal. Da laufen wir jetzt einfach volle Kanone geradeaus durch und laufen gleich den ersten um. Okay, lass mal das. schade. Probiere ich irgendwann wieder. Oh, schönen guten Abend, sagt dann auch der Stadionsprecher. Wir spielen gegen den HSV also. HSV gegen HSV ist das Duell heute Abend. Wir begrüßen euch oder ich begrüße euch von der Kommentatorenkabine. Mein Name ist Alexander, nicht? Also ich bin der A-Trip und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir werden heute mal sehen, was der HSV mit Dropny im Tor anzubieten hat. Rudnevs vorne im Sturm, Van der Vaart auf der 10, wie sollte es auch anders sein? Und wir spielen hier in unserem altbewährten 4-3-3 und es fängt plötzlich an zu riechen. Und das finde ich jetzt auch nicht wieder so toll. Wir haben diese ganze Zeit in der letzten Zeit immer Regenspiele, das muss auch nicht sein. So Leute, ich schätze mal, wir werden heute ein deutlich besseres Spiel als gegen Braunschweig abliefern. Schlechter geht ja auch gar nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht auf Sobjek wechseln konnte, obwohl ich es wollte. Aber wir haben zumindest schon mal den ersten Eckball rausgeholt. sehr gut. Wieso macht Sobjek die Ecken? Aber er macht sie auf jeden Fall nicht schlecht, muss man so sagen. Nur der Kopfball von Schulz war Käse. Aber warum tritt Sobjek die Ecke? Das ist ja... Muss ich vielleicht mal nochmal das umstellen oder so. Dass der das nicht mal... Oh, das war natürlich abseits. Natürlich. Mist! Warum kann er den Ball auch nicht direkt spielen? Erstmal annehmen natürlich. Ne? Erstmal ganz in Ruhe annehmen. Früher bei FIFA konnte man so schön direkt einfach durchziehen und drüber spielen. Und dann kam der Ball auch schnell an. Das geht hier einfach nicht mehr. Die Spieler sind langsamer geworden. Vom Denken, vom Handeln, von ihrer ganzen Art und Weise, vom Laufen, da sind sie überall langsamer geworden. So, jetzt aber Pripp erstmal mit einer schönen... Wieso schlägt er so einen komischen Haken? Aber ist mir egal, denn er ist Luft. Ah, der schießt sogar fast direkt. Hat leider die Verteidiger getroffen, was dann nicht so toll war im Endeffekt. Trotzdem, wir sind wieder da, wieder mit Pripp, der wieder... den Ball hat und wieder reinspielt und wir kriegen auch mal einen Freistoß. Gefällt mir. Iracek hat offensichtlich ein böses Foul begangen. Das habe ich auch so gesehen natürlich. Und ich weiß nicht, warum ich da so weg habe. Ich möchte gerne Plan schauen. So. Und jetzt Schütze wechseln? Nein, Schütze. Dann gibt es dann auch nochmal Stress vom Schiri. Und jetzt darf ich wieder. Schön. So, Pjanic. Oh, na, nicht schlecht, meine Freunde. Schade, dass es keine Wiederholung gab. Der war ja gar nicht ungefährlich, der Freistoß. Den hat er gerade so noch rausgelöffelt. Also im Spiel so Freistöße. Und gerade auch Pjanic ist so ein Freistoß-Spezialist, ja. Der kann den auch dann gerne mal da reinzwirbeln. Hat leider nicht ganz geknappt, ja. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Jetzt kommt nämlich Van der Vaart. Und da sind einfach 50 Leute, 50 Hamburger und von uns fast keiner gewesen. Na, müssen wir mal gucken, dass wir hier gleich den Ball schön klären. Wunderbar geklappt, das war ideal. Können wir gleich auch auf Außenposition durchgehen. Sehr gut gesehen, das war kein Abseits für meine Begriffe. Sehr gut hat der Schiedsrichter auch so gesehen. Nur leider ist keiner in der Mitte. Und so, wir kann keine Flanken schlagen. Also alles wie gehabt. Wir machen hier im Moment nur brotlose Kunst. Aber irgendwann sollte ja mal ein Tor auch reingehen. Vielleicht haben wir jetzt gerade wieder so eine Ladehemmung hier. Das war wieder nichts treffen.
Wie damals, die ersten Spiele der Saison. Das war ja auch noch herrlich, da wo wir alles da mit 0 Toren absolviert haben. Das gibt's nicht. Der klaut mir einfach so den Ball. Wieso kann der Hamburger den Ball annehmen und ich kann das nicht? Na gut, ich kann es so. So geht das. Und jetzt kommt, Diouf läuft, Diouf geht. Ah, kriegt Diouf auch den Ball? Nein, kriegt er leider nicht ganz. Auf dem regennassen Platz verspringt der Ball etwas. Und da hat er den da hinten sicher. Ja, er steht wie eine Festung im Moment noch. Aber wir haben ihn auch noch nicht wirklich geprüft. Ah, Sobiech ist da vorne einfach ein stachsiger, nicht anspielbarer Stürmer. Das ist einfach... Das geht so irgendwie nicht gut. Ich glaube, ich brauche da echt Diouf mal. Also Diouf ist da echt eine Nummer für sich. Das werde ich in der zweiten Halbzeit dann auch mal ausprobieren wieder. Dann werde ich Sobiech rausnehmen und werde Diouf da auf die Innenposition packen. Und dann werden wir mal gucken, was der so macht. Weil Diouf kann ja auch schöne Bälle spielen. Und verliert auch die Bälle nicht immer gleich, so wie das Sobiech schafft. Und vielleicht ist das dann eine etwas sinnigere Variante. Als Sobiech da stehen zu haben, der dann im Prinzip da gar nichts hinkriegt. Vorne. Weder aufs Tor schießen noch sonst was. Und abseits gibt es auch noch. Die Hamburger mit einem ihrer wenigen Vorstöße, ist ja noch nicht wirklich viel gekommen, was die Hamburger angeht. Endet dann auch gleich prompt im Abseits. Sehr schöner Pass und eine schöne Flanke. Ja, und so kommt leider nicht an den Ball. Es bleibt, wie gehabt, noch nicht so seine Saison. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier die Hamburger uns jetzt nicht überrennen. Ja, immer schön dranbleiben und dann schön erkämpfen den Ball und natürlich auch nicht vom Ball weglaufen, sondern dranbleiben. So, wunderbar gemacht. Gut den Einwurf rausgeholt von Zani. Hat er schön gemacht. Und dann können wir auch wieder gleich nach vorne durchstarten, wenn da nicht gleich Jiracek kommen will. Oh! Ich hab ihn doch gar nicht berührt. Der simuliert doch. Ach. Aber auch gar nichts wetten. Ach, nee, siehste, das war, man konnte es nicht mal sehen, weil irgendwer vor der Kamera stand. So, na gut, das war schon faul. Das muss man mal so sagen. Oh, Leute, das war aber auch gefährlich. So, wenn der Ball jetzt kommt, der kommt sogar. Und ich lege ihn sicherheitshalber raus. Und... Was ist das denn? Was ist denn das für ein schäbiger Pass? Wer hat den gespielt? Das war Pripp, ne? Ah, Junge. Das war doch, das sieht doch meine Oma, dass das Mist ist. Das ist doch, das sieht man doch. So ein Anspiel kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht mal in Afghanistan anbieten in der ersten Liga. Beziehungsweise in der Kreisliga von Afghanistan nicht mehr. Das geht nicht. Sorry, ich will keine Afghaner beleidigen, aber das war ja echt gar nichts. Das war ja Tod und Cholera. So, jetzt kommt Pjanic. Mann. Und der Ball ist aber noch heiß. Der Ball ist noch heiß. Ja, wir schießen aufs Tor, aber wir treffen das Tor einfach nicht. Und da reingegrätscht. So, jetzt müssen wir wieder gucken hier. Van der Vaart. Müssen wir natürlich gleich unterbinden und der kann natürlich einen super Pass spielen. Uiuiui. Aber Zieler ist zum Glück noch da, kann den Ball leider nicht festhalten. Was auch extrem realistisch natürlich ist. Na gut, bei dem Regen ist das schon so eine Hausnummer. Da kann das schon mal passieren. So, jetzt haben wir gleich die Halbzeit. Oh, Verteidiger verspringt der Ball. Schade. Wäre schön gewesen, wenn Sobiech den gekriegt hätte. Dann wäre vielleicht da sogar noch was draus geworden. Was war das schon wieder für ein Pass? Ja, wir gehen in die Halbzeit. Mit einem 0:0. Und Sobiech da vorne gefällt mir leider echt überhaupt nicht. Also, es ist schade, aber das ist einfach, was da an Flanken ist. Ja, das ist halt vorne nicht so ein Charakter, den man da wirklich viel steuern kann. Schalke führt gegen Frankfurt. Ja, ich werde Sobiech dann mal rausnehmen. Also, beziehungsweise erstmal mit Diouf tauschen und dann Sobiech rausholen und dann holen wir Diouf ins Team. So, gucken wir mal, was wir sonst so haben. Andreas ist ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise nicht mehr ganz so fit, aber das passt schon. So,
Da gehen wir dann in die zweite Hälfte. Sunny wird angezeigt, hat 2 Zweikämpfe gemacht. Pässe sind 100% angekommen. Das ist wunderbar. Gefällt mir. Und es kommt jetzt halt der Wechsel. Die Cento kommt für Sobiec. Da haben wir nochmal einen Flügelflitzer und Juff in der Mitte. Das ist, denke ich mal, 10-mal bessere Variante als Sobiec da zu haben. Weil, der Juff, der kann da in der Mitte schon ordentlich was reißen. Insofern wir da jetzt nicht einen Elfmeter kriegen, aber das wäre auch schädlich gewesen. Ja, du liegst da und du kriegst keinen Elfmeter, weil das war von Schulz sowas von den Ball gespielt. Aber sowas von. Und die Nachchance dann, das war so. Van der Vaart ist aber offensichtlich verletzt. Hat sich offensichtlich bei dieser Situation da ein wenig verletzt. Und muss dann leider ausgewechselt werden. Das tut mir leid. Tut mir leid, Van der Vaart. Ich finde, Van der Vaart eigentlich einen guten Spieler. Und das muss dann nicht unbedingt sein. Die Cento mit einer schönen Flanke. Die kommt fast an. Aber leider ist dann doch noch ein Verteidiger dazwischen. So, mit Pjanic muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Der darf nicht mehr so sehr in die Zweikämpfe reinhuschen. Und Lichewitz ist sowas von frei da. Zum Glück geht der Ball deutlich, deutlich zu weit. Aber das ist natürlich schon so eine Nummer. So. Einmal da rausgespielt auf Cirundolo. Dann ein weitergespielt, wieder zurück. Nee, Cirundolo wollte offensichtlich nicht durchlaufen. Hätte ich aber gerne gesehen, dass Cirundolo durchläuft. Der Stevie. So. Ein weiter. Schade. Diouf kriegt den Ball da auch nicht rein. Aber Diouf kann den Ball sich da auch einfach erkämpfen. Und da kommt Pjanic. Und da kommt Pjanic! Und dann. Ja. Ja. Holt Droppen die den halt irgendwie raus. Ja, ich habe halt aus großer Distanz jetzt drauf geschossen. Aber da. Boah, Leute. Wie kann man so den Ball annehmen? Mann, ey. Das geht doch gar nicht. So, gucken wir mal. Wir kommen da so nicht durch. Ja, ich habe gedacht, mit Pjanic einfach gleich abziehen, weil bessere Position kriegen wir nicht mehr. Und bevor wir es dann wieder vertändeln irgendwie, schieße ich lieber drauf und vielleicht geht er rein. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, jetzt da das Duell zwischen Rudnevs und Andreasen. Die kloppen sich da jetzt eine halbe Ewigkeit und Rudnevs ist zum Glück so auf unserer Seite, dass er den Ball verliert. Schade, den Ball haben wir nicht gekriegt. Den Ball haben wir gekriegt, aber leider nur ins Aus. Ja, ärgerlich. Halt, Leute, immer dranbleiben, immer vorne dranbleiben. Ein schöner Pass von den Hamburgern. Jetzt ein schöner Seitenwechsel. Geht jetzt Diekmeier nach vorne. Kommt auch durch. Aber der passt dann entspannt zurück. Von Sané gut geklärt. Ein risikoloser Pass auf die Außenbahn. Und dann, ja, der war auch sehr schön, der Pass. Und der Rückpass, ein schöner Doppelpass zwischen Diouf und Di Cento. Die Flanken kommen nicht rein, aber da ist Pjanic, der den Ball nur leider nicht vernünftig trifft. Ja, wir versuchen es auch mit Distanzschüssen. Wir haben ja alles zu tun. Erinnert mich irgendwie, 1-0 Niederlage, jetzt 0-0, ist echt wie am Anfang der Saison. Nur ich hoffe, ich schieße noch ein Tor, weil ich kann mir auch nicht erklären, warum ich plötzlich nichts mehr treffe. Das ist doch, das ist doch nicht zu erklären im Prinzip. So, müssen wir mal gucken hier. Wir brauchen außen irgendwelche Leute, die frei sind. Prip, komm, zieh mal an. Eine schöne Flanke rein am besten. Ja, Andreasen springt nicht mal hoch. Denkt sich auch, na gut, vielleicht kann man den Ball auch im Stehen bekommen. Aber das geht dann doch nicht gegen die Hamburger Abwehr. Die haben auch große Leute da hinten drin. Ja, Leutchens. Wir kommen da auch nicht durch, ne? Ich komme nicht mehr durch. Also ich muss echt sagen, da muss ich wieder vielleicht ein wenig an meiner Angriffstechnik feilen. Offenbar habe ich irgendwas dabei verlernt. Was auch immer. Ich weiß es nicht, was ich jetzt anders mache. Aber ich werde da bestimmt wieder ein paar kleine aufmunternde Worte hören, beziehungsweise ein paar kritische Worte. Und dann werde ich mich danach richten und das vielleicht dann hinbekommen. Ein entspannter Rückpass. Viertelstunde noch. So, Leute. Unentschieden ist nix. Wir wollen den Sieg. Wir wollen den Sieg, aber nicht mit solchen Pässen. Leutchens, Leutchens. Und das war auch schon wieder ganz gefährlich.
Ich habe auch das Gefühl, ich habe nur 5 Leute auf dem Platz gefühlt. Echt? Jetzt gibt es auch noch einen Einwurf für Hamburg. Ach, Leco Mio, oder? Ja, guckten dir das an, ne? Krieg doch nicht zusammen da gerade. Oh, ja. Kommt, Leute, einmal nochmal nach vorne oder auch zweimal noch irgendwie. Hauptsache, wir kriegen irgendwie einen Ball mal ins Tor. Das kann ja nicht sein, dass wir hier so festhängen. So, einfach mal mit Tempo. Mit Tempo reingehen. Auf die Cento. Und dann kriegt er den Ball damit ja nicht. Das ist doch nicht wahr. Lässt sich wieder übertumpeln. Iličević hat schon 5 Saisontore. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob er noch ein weiteres holt. Allerdings sieht es jetzt eher so aus, als ob er 5 Saisontore vereitelt gerade hier von Diouf und Konsorten. Ah, Leute, los, komm. Holst du dir Zieler? Was machst du? Hau den Ball doch nicht weg. Ja. Gut, dass das dann nie steht. Also Zieler auch die Ruhe in Person offensichtlich. Haut einfach mal gepflegt den Ball weg. So, schöner Ball. Ein schöner Ball zurück, aber natürlich muss noch ein Hamburger drankommen und Pripp entschuldigt sich, aber das war schon okay. Das kann man natürlich versuchen, ein bisschen auf die mal reinkommen. Gutenhaus wird wahrscheinlich ausgewechselt jetzt, wenn wir ihn so im Bild sehen und es kommt zu. Mal sehen, was der noch bringen kann. Ich hoffe nicht viel, ich hoffe, ich bringe jetzt mal was. Aber die Ecke war auch schon wieder viel zu doll. Ja, und jetzt müssen wir hier gucken. Ja, ein Anwurf für uns, sehr schön. Ja, lauf mal und hol den Ball und gut. So, 87, 88. So, Leute, die Zeit läuft gegen uns. Die Zeit läuft gegen uns. Ah, Mann! Wenn der Ball doch mal ankommen könnte. Ein Punkt ist wieder mal zu wenig. Wir sind wieder die unentschieden Könige der Liga hier. Es ist, also es tut mir leid für das, für diese Spiele, die wir im Moment hier gerade so erfolgen. Aber vielleicht passiert da noch was. 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 Eine Ecke nochmal. So, Leute, und jetzt eine schöne Ecke, bitte. Eine schöne, präzise Ecke. Ein schöner Kopf. Was ist das denn? Schulz. Mann, ey. Wo hast du den Kopfball gelernt? Das war doch die Möglichkeit nochmal. Immerhin nochmal zum Ende nochmal was drauflegen. Und dann kommt so ein Käse dabei rum. Das ist doch schon eine Bestrafung. Jetzt nehme ich noch fast das 0-1 hier. Also noch fast das 1-0 mehr. Schulz doch. Mann. Ein Kopfball. Das war eine Rückgabe. Das war gar nichts. Ja, Leute, es tut mir sehr leid, dass wir schon wieder ohne Tor sind. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein wenig verwirrt. Aber es sollte mal wieder nicht sein. Droppen hat dann auch noch alles rausgekratzt, was dann an wenig Aktionen auf sein Tor kam. Ja, Schüsse 7-3, 5 aufs Tor. Ballbesitz hat Hamburg mehr, interessanterweise, okay. Zweikämpfe hatte ich 27, Hamburg 9 gewonnen, Fouls 1-1, ja, na gut. Ja, 4 Ecken, haben leider alle nichts gebracht. Wie sieht die Spielerwelt aus? Schulz, 8,5, mein bester Spieler? Naja, ich hätte ihm jetzt also für diese Chance da vorne, hätte ich ihm da ein bisschen was abgehauen. Ja, Giroud ist der Mann des Spiels. Verteidiger natürlich, der ja auch bei uns war. Letzte Saison war er ja bei 96. Naja. Gut, jetzt nochmal schnell gucken, was da so an anderen eigentlich los war. Nicht nur hier Schulz. Sturm war eigentlich in Ordnung. Bis auf Sobiek 6,1, das war aber zu erwarten. Tja, und der Rest, naja. Okidoki. Ja, Schalke bleibt beim 1-0 gegen Frankfurt. Wir haben einen schäbigen Punkt, mit dem wir ja gar nichts anfangen können. Und das nächste Spiel ist dann gegen Eintracht Frankfurt. Das könnte auch interessant werden. Oh, wir haben eine Nachricht von einem Spieler. Was die kommende Partie? Ja, fürs nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass er auf der Bank sitzt. Er hat gut gespielt in letzter Zeit und möchte gerne spielen. Na gut, das werden wir schon noch hinkriegen. Das werden wir auch schon noch irgendwie noch. Und wir sind auf Rang 12 abgerutscht. Haben 18 Punkte. Sind immer noch nur 3 Punkte vom 6. Platz weg. Aber sind halt abgerutscht, ne? Das ist nicht so schön.
Tja, man kann nicht alles haben, aber manchmal läuft's auch für die anderen und manchmal läuft's auch wieder mit einem schäbigen Unentschieden. Naja, was soll man machen? Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen zumindest gefallen. Ich werde versuchen, auch nicht ganz so viel zu fluchen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut.